is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gott verspricht Hilfe. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Die Diener Christi sollen keine fertige Rede ausarbeiten, die sie dann halten, wenn sie ihres Glaubens wegen vor Gericht stehen. Sie bereiten sich täglich darauf vor, indem sie in ihren Herzen die kostbaren Wahrheiten des Wortes Gottes aufbewahren, indem sie sich innerlich durch Jesu Lehre das lehren und ihren Glauben durch das Gebet stärken. Wenn sie dann vor Gericht erscheinen müssen, wird ihnen der Heilige Geist genau die Wahrheiten ins Gedächtnis zurückrufen, zu den Zuhörern zu Herzen gehen. Gerade in dem Augenblick, in dem es benötigt wird, wird Gott ihnen das durch tüchtiges Schriftstudium erworbene Wissen blitzartig in Erinnerung rufen. Jetzt müsst ihr euch auf die Zeit der Prüfung vorbereiten. Jetzt müsst ihr wissen, ob ihr eure Füße fest auf den ewigen Felsen gepflanzt habt. Ihr müsst eine persönliche Erfahrung haben und euch nicht darauf verlassen, dass andere euch euer Licht beschaffen. Woher werdet ihr wissen, dass ihr nicht allein seid, obwohl euch kein irdischer Freund zur Seite steht, wenn ihr auf die Probe gestellt werdet? Werdet ihr euch denn bewusst sein, dass Christus euch unterstützt? Werdet ihr euch die Verheißung in Erinnerung rufen können? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unsichtbare Wesen werden euch umzingeln, um euch zu verderben. Satan und seine Agenten werden alles einsetzen, um euch von eurer Standhaftigkeit zu Gott und seiner Wahrheit gegenüber abzubringen. Wenn ihr aber allein seine Verherrlichung zum Ziel habt, dann braucht ihr euch nicht den Kopf zu zerbrechen, wie ihr seine Wahrheit bezeugen könntet. Ihr jungen Männer und jungen Frauen, reicht ihr zu wirklich Erwachsenen in Christus heran, damit ihr, wenn die Krise da ist, nicht von der Quelle eurer Kraft zu trennen seid? Wenn wir während der Prüfungszeit bestehen wollen, dann müssen wir jetzt, während alles noch fruchtbar ist, eine lebendige Erfahrung mit Gott machen. Jetzt müssen wir begreifen lernen, wie der Geist Gottes im Stillen wirkt und arbeitet. Christus muss unser Ein und Alles sein, das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. The Lord is coming. Are you ready?